Seid gegrüßt und herzlich willkommen zum ersten Unboxing im Jahre 2020. Ja, endlich ist es soweit, wieder eine neue Musikbox ist bei mir erschienen. Und wie auch im letzten Jahr, erwartet euch im Jahre 2020 wieder jede Menge Unboxings von verschiedenen Musikern. Es werden Special Unboxings kommen, wo noch andere Gäste mit dabei sind, wo dann die Boxen auspacken. Und noch diverse andere Sachen auf meinem Kanal. Also wenn ihr noch nicht abonniert habt, tut es auf jeden Fall, um nichts zu verpassen. Unten den Link tue ich nochmal in die Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, ich laber gar nicht lange rum, sondern zeige euch mal die erste Musikbox im Jahre 2020. Und zwar Say It, Engel mit der AK2. Ja, gab ja vor ein paar Jahren schon mal den ersten Teil. Kann ich auch gleich mal nebendran stellen. Ich habe ja die Box hier noch. Say It, Engel mit der AK. Damals noch bei Alpha Music Empire unter Vertrag. Mittlerweile heißt sein Label, glaube ich, Vertigo Berlin. Universal Music. Und ja, wenn man mal die zwei Boxen so vergleicht, hat sich schon eine Menge getan. Also die Say It, Engel mit der AK2 Box ist doch schon noch um einiges größer. Kostet auch ca. 5 Euro mehr wie die damalige Engel mit der AK-Box, also die erste Teil, habe ich damals 40 Euro bezahlt. Das kam im Mai. Im Mai 2016 kam, glaube ich, die Box raus. Und jetzt kostet es ca. 45 Euro. Man bekommt dafür aber auch eine größere Box. So, Release ist eigentlich erst morgen. Aber Hermes hat mir diese Box schon einen Tag vorher zugeschickt. Was ich ziemlich cool finde. Meistens kommen die Boxen bei mir ja eh immer zu spät, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Keine Ahnung. Machst du es in der Packstation rein, dann kann es in der Packstation nicht zugestellt werden. Dann wird es zur Post geliefert. Meistens ist es dann Freitag. Freitags muss ich meistens bis 18 Uhr arbeiten, dann hat die Post schon zu. So kann ich halt erst Samstag holen und wenn es ganz blöd läuft, Montag erst. Aber in diesem Fall ist die Box einen Tag früher gekommen. Finde ich ziemlich geil. Und ich würde sagen, ich laber jetzt euch auch gar nicht lange zu. Wir öffnen mal die gute Box. Und Say It hat ja damals mit seiner Engel mit der AK-Box schon ziemlich coole Inhalte reingepackt. Für ca. 40 Euro hat man ein T-Shirt bekommen. Dann insgesamt 4 CDs. Ein Doc-Take war, glaube ich, drin. So ein Umhängeteil war, glaube ich, drin. Und wie gesagt, 4 CDs für rund 40 Euro. Diesmal hat er 5 Euro mehr gemacht. Die Box ist auf den ersten Blick natürlich deutlich größer. Ein anderes Design ist ebenfalls. Hier sieht man nochmal die Engelflügel. Hier die zwei AKs. Hier Teil 2. Hier nochmal Say It, Engel mit der AK Limited Edition Box. So, ansonsten gibt es nicht so viel zu sagen. Was die Box angeht, hier sieht man nochmal die ganzen Flügel mit der AK. Hier nochmal Say It, Engel mit der AK2. Und hinten drauf nochmal Universal Music Group, Vertigo und Mar 79 Graphics. Und ja, ich muss jetzt ganz kurz mal gucken, wie man diese Box überhaupt öffnet, ohne jetzt so viel kaputt zu machen. Ah, okay, man macht sie seitlich auf. Das war ja bei der Say It Box, die hat man ja vorne rum aufgemacht, genau. Okay, Design gefällt mir schon mal sehr gut. Hat ungefähr die Größe wie die Kollega Box, wo ich zuletzt ausgepackt habe, Alpha Gen 2. Das mit dem Kleeblatt vorne drauf. Und okay, das war's schon. Inhalt ist leer. Ich zeige euch aber als allererstes mal natürlich die Haupt-CD. Was mich schon mal auffällt, leider kein Super Jewel Case. War beim ersten Teil ein Super Jewel Case, weiß ich 100%. Also schon mal ein Minuspunkt. Für 5 Euro mehr kann man auf jeden Fall einen Super Jewel Case reinpacken. Wenn man schon 5 Euro mehr verlangt, dann erwarte ich dann auch wenigstens auch ein besseres CD-Case, was meiner Meinung nach natürlich auch viel geiler aussieht als so ein blödes CD, normales CD.
Okay, ja, schon mal leider der erste Minuspunkt. Aber es kann ja noch die restlichen Inhalte überzeugen. So, die Haupt-CD mit insgesamt 15 Tracks war, glaube ich, auch beim ersten Teil der Fall. Feature-Gäste sehe ich jetzt auf den ersten Blick gar keine. Okay, er hat ja im Vorfeld auch schon ein paar Tracks veröffentlicht. Paragraph 84 zum Beispiel, Faded, Timeout, ich glaube, Azrael hat er schon veröffentlicht und für die Fam. Allesamt richtig geile Tracks. Also Sayed hat sich in den vergangenen Jahren, was Musik angeht, ja, nicht groß verändert. Also ich fand ihn schon damals richtig geil, wo er noch mit Kollega und Farid Bang Musik gemacht hat. Aber jetzt ist ebenfalls richtig geil. Also Musik brauche ich mir da jetzt gar keine Gedanken machen, dass da irgendwas anders läuft. Okay, ich zeige euch mal das Booklet. Mal ein bisschen warten, bis er mal scharf stellt. Sollte eigentlich jetzt passen. Ansonsten gibt es gar nicht viel. Es sind hier nur zwei Bilder. Auf der letzten Seite nochmal eine Danksagung. An erster Stelle dankt er dem lieben Gott. Danach seinen Eltern, Familie etc. pp. Die ganzen Fans, wo ihn unterstützt haben in den letzten Jahren. Das finde ich immer cool, das sowas reinzuschreiben in eine CD. Einfach mal Danke sagen, weil das ist ja alles nicht selbstverständlich. Da stehen ja immer eine ganze Menge Leute dahinter, der macht das ja nicht allein. So, dann zeige ich euch nochmal die Haupt-CD, die sieht auch richtig geil aus. Engel mit der AK-2. So ein bisschen in Gold. Ansonsten gibt es zur CD nicht viel zu sagen. Ja, es ist ein bisschen schlicht gehalten. Wie gesagt, Super Jewel Case fehlt leider. Es ist nur normale Standard Case. Kann euch ja hier nochmal das Cover zeigen. Und ja, kommen wir als nächstes zu einem Sticker. Ist jetzt auch nichts Spektakuläres. Hier einfach nochmal die Engel bzw. die Flügel drauf mit den zwei AK-47. Und unten drunter zweite Teil. Ja, ein Aufkleber. Ist leider auch nichts Besonderes. Leider ist keine Autogrammkarte drin. Das finde ich ein bisschen schade. Aber dafür ein Fanposter, was ich, wie finde, auch nicht wirklich spektakulär ist. Ja, relativ kleines Poster. Und ja, kommen wir zum nächsten Inhalt, wo auch schon in der ersten Box drin war. Und zwar eine Halskette. Okay, da vorne ist der Engel drauf mit der AK-47 in der Hand. Ich hoffe, man kann es erkennen. Schön, wenn man es mal scharf stellen würde. Mal gucken, ob es macht. Ja, man erkennt es ein bisschen. Es spiegelt leider auch ein bisschen. Also ist nicht schlecht. Ist natürlich wieder in einer Halskette, wo man es nicht umhängen kann. War wie gesagt auch schon im ersten Teil so. So sieht das Teil dann aus, wenn man es sich umhängt. Also es ist schon nicht schlecht, kann man sagen, ja. War im ersten Teil ja auch ein Doc-Tape-Take, oder wie man das Teil nennt, wo man sich auch um den Hals hängt. Ist nicht schlecht, kann man auf jeden Fall reinmachen, aber ist halt auch kein Highlight. Also 5 Euro mehr habe ich bezahlt dafür und ich muss bis jetzt sagen, für was? Für was habe ich 5 Euro mehr bezahlt? Klar, die Box ist natürlich größer, hat ein anderes Design, aber ist halt auch nichts spektakulär. Es ist ein ganz normaler Pappkarton. Es ist jetzt auch keine Metallbox oder sowas. Vielleicht kann der letzte Inhalt noch rausreißen, die 5 Euro. Mal schauen. Okay, das scheint eine Art Umhängetasche zu sein. Alles klar. Okay, so sieht das Teil aus von vorne. Umhängetasche. Vorne nochmal der Engel mit der AK hinten vorne drauf. Hinten drauf Hashtag La Familia. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das stellt nicht scharf.
Doch, jetzt sieht man es hoffentlich. La Familia. Es ist wie gesagt eine Umhängetasche. Ist aber jetzt speziell nicht unbedingt so mein Fall. Also, ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht zu viel zu sagen. Hatte auf jeden Fall in der letzten Box nicht drin gehabt. Da war ja ein T-Shirt drin. Als Textilprodukt. Und jetzt haben wir hier so eine Umhängetasche. Ist auf jeden Fall kein Echtleder. Steht da drauf 100% Polyester. Made in Türkei. Okay. Das ist halt die Frage. Ich habe 45 Euro bezahlt. Und das ist eigentlich mehr oder weniger der Bonusinhalt, also der wirklich große Inhalt von der ganzen Box, diese Umhängetasche. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Ich, keine Ahnung, für was ich die 5 Euro mehr bezahlt habe. Ich denke mal, für 40 Euro habe ich damals bei dem ersten Teil von Engel mit der AK deutlich mehr bekommen. Ich weiß noch, es waren 4 CDs. Geiles T-Shirt war drin. Fanposter war drin. Ja, dieses Doc-Tape war drin oder Doc-Tag war drin. Ich weiß gar nicht mehr genau, vielleicht war auch noch ein Autogrammkarte drin. Auf jeden Fall 4 Sachen, wo ich sicher weiß, wo drinne waren, dafür 40 Euro bezahlt. Also meiner Meinung nach, erster Teil deutlich geiler von den Inhalten her wie der zweite Teil. Da tut auch die Größe von der Box nichts mehr dran rütteln, auch diese Umhängetasche. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr so denkt. Ich tue auch gerne nochmal den ersten Teil verlinken vom Unboxing. Könnt ihr es nochmal angucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Unboxing.